Morgen, willkommen zurück. Da sind wir wieder. Es ist schon wieder Mittwoch. Schön, dass Sie mit dabei sind und schön, dass Tim wieder da ist. Grüße dich. Hi, moin. Moin. Heute wird's sportlich. Wir beide sind ja sehr fußballbegeistert und sind auch öfter mal im Stadion auf den Zuschauerrängen anzutreffen. Basketball, muss ich sagen, gefällt mir auch, aber bin ich jetzt nicht so der Fachmann. Wie ist bei dir? Bist du richtiger Basketball-Crack oder? Ich war jetzt einmal da und ich werde wieder hinfahren mit meinen Kumpels gegen Chemnitz und freue mich schon total drauf. Towers gegen Chemnitz, okay. Es geht aber natürlich nicht nur um Basketball heute, sondern auch um gute und gesunde Ernährung. Sportler müssen sich logischerweise gut ernähren. Mhm. Welche Rolle kann da Brot spielen und letztendlich natürlich auch euer Brot? Ja, also Brot ist in der Ernährung eines Sportlers eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und also wir haben bei einem Brot einen sehr, sehr hohen Eiweißanteil und einen sehr, sehr hohen Kohlenhydratanteil mit langkettigen Kohlenhydraten. Und das ist sehr, sehr sinnvoll für einen Sportler, denn er hat das Eiweiß, was er braucht für die Muskeln, sagt man ja immer. Und die Kohlenhydrate, dadurch, dass sie langkettig sind, liefern sie lang Energie, und die der Sportler halt auch braucht zum Training und daher für die Spiele, ist ja klar. Und deswegen ist das eine sehr, sehr schöne Alternative. Tim, du durftest die Hamburg Towers besuchen, abseits vom normalen Spieltag, quasi hinter den Kulissen exklusiv. Und ob ihr gegenseitig voneinander lernen und profitieren konntet, das schauen wir uns jetzt mal an. Moin Männer! Moin! Hi! Ja, alles gut? Klar? Ja. Moin, Tim Lesser. Hi. 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 Hi, ich bin Tim. Schön, euch kennenlernen zu dürfen. Ebenfalls. Unsere Frage heute ist, was frühstückt eigentlich ein Profi-Basketballspieler so? Und da gebe ich die Frage gleich an euch. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen speziell seine Routine. Ja. Ich mag eher ein leichtes Frühstück morgens, also relativ wenig, vielleicht ein Ei, ein paar Nüsse so. Ja, es gibt viele Leute, die essen gerne Nutella und Brot morgens. Ja, und du? Ja, ich mache mir so ein Omelette oder so mit Gemüse. Ich versuche mich von Brot eigentlich ein bisschen fernzuhalten. Okay. Weil ich habe auch, wenn dann, eine kleine Nutella-Sucht, und dann nimmt das ein bisschen Überhand, deswegen lasse ich es lieber ganz weg. Okay, esst ihr Vollkornbrote oder ist allgemein irgendwie egal? Vollkornbrote? Ja. Okay. Ich habe euch einfach mal was kreiert hier. Möchtet ihr das mal probieren vielleicht? Ich habe für dich sogar ein Müsli dabei, weil ich habe schon gehört, dass du mit Brot nicht so viel anfangen kannst. Ich habe einmal Tomate Mozzarella mit Büffelmozzarella, bei einem Vollkornbrot mit saftigen Möhren und Sommelkern. Dann haben wir einen Dinkelroggen Vollkorn mit Frischkäse und Sprossen und ein ganz klassisches Käsebrot. Greift einfach mal zu. Ich habe drei gemacht, und wer das Müsli möchte. Ihr könnt Zugriff nicht machen, kein Käse. Kein Käse? Aber du kannst das Müsli? Ja, kann ich das. Ja? Und dann probier mal, und dann weißt du mal, was gutes Brot ist. Dann nehme ich Büffelmozzarella. Sehr gut, sehr gut. Ich gönne mir mal das hier. Alles klar. Guck mal, dann bleibt eins über, dann nehme ich auch eins. Einfach mal, vielleicht einfach mal probieren. Wow, Saft auf dem Boden da drüben, ne? Ja, guck mal, so muss es sein, ne? Und? Sehr gut. Selbst gebacken? Ja, natürlich. Dein Brot, ne? Aus der Prager Mühle? Ja, wir versuchen das ein bisschen, weil man bekommt ja häufig auf dem Markt sehr, sehr trockene Brote. Und ich glaube, das sollte eigentlich sehr, sehr saftig sein. Ne? Schön saftig, auf jeden Fall. Gut, meine nächste Frage ist eigentlich, habt ihr Bock, mir auch ein bisschen was am Basketball beizubringen? Klar, let's go. Wie macht ihr den so, hä? Genau. Ah. Oh, der fehlt wohl, ich mag ihn. Ja. Ah! Oh, ich dachte, jetzt. Ah. Aber ändern in unserer Taktik. Ja. Gleich haben wir dich. Oh! Das ist ein Foul. Das ist kein Foul. Okay. Justus! Werf ihn mal! Ah. Switch das! Was muss ich jetzt machen? Was? Oh nein! Okay! Ja, ne? Das war. Aber wir waren gut, ne? Gutes Spiel, Fera. Ja. Ne? Danke. Alles klar, vielen Dank. Ja, interessante Einblicke.
produktiver Tag. Ich glaube, du hattest eine Menge Spaß, oder? Ja, sind sehr witzig, die Jungs, muss ich sagen. Ja. Und du konntest ihnen natürlich auch noch ein bisschen was beibringen im Endeffekt. Ja, klar. Also wir konnten natürlich gegenseitig voneinander profitieren. Ne? Ich habe ein bisschen was am Basketball gelernt. Ja. Und ja, und ich hoffe, ich habe so ein bisschen Ernährungstipps geben können. Genau, und die Jungs haben was am Brotkorb gelernt. Ja. Dankeschön, liebe Zuschauer, dass Sie mit dabei waren. Danke, Tim, dass du mein Gast warst. Und wir sehen uns natürlich bald wieder. Bis dahin.